Also unten in die Kommentare schreiben, welches Auto schon vom Werk aus eine Vase hatte. Heidiho miteinander. Heute wollen wir mal aus dem Reagenzglas, ein bisschen Gurtband, eine M8er Schraube, so 25-30 mm lang und einen Abstandshalter, eine Blumenvase für den Suzuki Jimny bauen. Da aber in meinen Augen ein Reagenzglas sich immer alleine fühlt, machen wir dann auch mal einen Halter für zwei Reagenzgläser. Aber bevor ich jetzt hier lange schnacke, würde ich sagen, ich drehe die Kamera um und dann fange ich erstmal an.
ihr gesehen habt, zack, sind die zwei Dinger da fertig. Die Maße, falls ihr das nachbauen wollt, habe ich euch ja damit zugeschrieben. Falls ihr das überspielt oder vorgespult habt, müsst ihr halt nochmal ein Stückchen zurück und euch die Maße raussuchen. Ansonsten würde ich sagen, darf ich jetzt wieder die Kamera schleppen, wir gehen zum Jimny und bauen einfach mal die zwei Versionen ein. Wie ihr gesehen habt, Vaseneinbau auch gar kein Problem. Wenn ihr das Ding nachbauen wollt, Maße habe ich euch ein Video mit reingeschrieben. Ansonsten unten in der Videobeschreibung sind hier die ganzen Amazon-Links, wo ihr das Zeugs findet. Jo. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Ah nee, besser. Noch nicht abschalten. Ihr dürft mir erstmal so unten hinschreiben, an was euch die Vase erinnert. So, welche Autos schon mal so eine Vase gehabt haben könnten, vom Werk aus und so weiter. Machen wir jetzt mal ein kleines Spielchen. Ich will mal gucken, so wie alt meine Zuschauer sind. Weil das einzigste Auto, wo jetzt vom Werk aus eine Vase, oder zumindest nicht vom Werk aus, aber in der Aufpreisliste, eine Vase mit verbaut worden ist, wüsste ich jetzt nur ein Auto. Mal gucken, ob ihr das auch errät. Also unten in die Kommentare schreiben, welches Auto schon vom Werk aus eine Vase hatte. Jetzt wird es kompliziert. Eigentlich sind es ja jetzt zwei Autos, aber das ist der gleiche Konzern. Nein, überrascht mich einfach mal. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Dazu natürlich auch gleich, wie ihr meine Vasenidee findet. Und ja, wenn ihr damit fertig seid, abschalten, Bettchen gehen, schlafen. Gute Nacht. Video gesehen, ich hatte mir schon mal früher einfach aus Gurtband, ja, Schläufchen gemacht, wo ich einen D-Ring reinhänge, oder besser gesagt, wo ein D-Ring drin ist, wo ich Sachen reinhängen kann. Hier mein Schlüsselbund, meine Tasche oder halt, ich klemme da auch so manchmal meine Sonnenbrille hier so mit dem Bügel so plopp und dann hängt da die Sonnenbrille rum.